So Leute, heute haben wir die Call of Duty World War 2 Beta. Ich hatte ja gesagt, ich wollte zumindest ein Video mal drüber machen und gameplay-technisch ist jetzt nichts Atemberaubendes bei rumgekommen und ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust, in dem Game groß irgendwas live zu machen. Dementsprechend habe ich kein Live-Commentary gemacht und dachte mir, ja gut, dann nimmst mal noch so das Beste, was du so hattest und packst es in ein Video und gibst dann so am Ende der Beta deinen Senf dazu ab. Also ich habe beide Betas, ja, mal so ein bisschen angespielt. Also ich würde jetzt sagen, wie lange habe ich die Betas zusammengespielt? Ich schätze mal insgesamt vielleicht 4, 5 Stunden. Und ja, muss ehrlich gesagt erstmal vorweg sagen, ich war sehr ernüchtert. Also wenn es wirklich die Absicht von der Beta ist, die Vorfreude auf ein Spiel zu steigern, so, dann ging der Schuss nach hinten los. Also Vorfreude auf World War II, die jetzt schon irgendwie da war, ist jetzt nicht komplett weg, aber ja, ich weiß auch nicht. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich will euch auch ehrlich gesagt sagen, warum. Weil es ist einfach, ich habe auch letztens wieder vom Yannick gehört, irgendwie, ja, Oldschool COD ist back. Aber Oldschool COD ist nicht einfach nur Boots on Ground, weil dann wäre Ghosts auch Oldschool und Ghosts war auch schon Käse. Aber also es gibt so ein paar Dinge, die mich stören. Und das sind einfach so Krankheiten, die die Next-Gen-CODs irgendwie alle haben, meiner Meinung nach. Und natürlich die Community, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir am Modern Warfare Remastered gesehen. Abgesehen, also ich meine, dass ich das absolut peinlich finde, die Veränderungen, die sie in Modern Warfare gemacht haben mit Supply Drops und dem ganzen Bums, das ist eine Sache, aber das beeinflusst ja nicht das Gameplay so vom Spielen groß. Also ob das jetzt da eine Waffe mehr ist oder nicht, macht den Braten ja an sich nicht so fett. Aber bei Modern Warfare Remastered hat man halt schon gesehen, selbst wenn sie die Basis von einem alten COD haben, hier auch übrigens Fallschirmjäger richtig abgegangen, also ich weiß auch nicht, ich habe gehört, die sind scheiße und dann machen die drei, das erste Mal, wo ich die hatte, direkt ein Five On. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall hat man in Modern Warfare, wo die ja quasi ein gutes Grundgerüst hatten, hat man ja schon gesehen, dass sie das irgendwie nicht mehr hinkriegen, vernünftiges COD, einfach weil. Also erstens hat das COD meiner Meinung nach wieder die gleichen technischen Mängel, die es die letzten Jahre über hatte. Werde ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber die Community macht das einfach so kaputt. Ja, und das in Kombination mit dem technischen Mangel, dass die Verbindung wieder so komisch ist. Also ich meine, die Hit Detection ist ganz normal, ja. Also man trifft auch wirklich da, wenn man, also wenn man den Gegner treffen sollte, dann trifft man auch, ja. Also das ist zumindest gut gelöst. Ich meine, das, klar, es ist natürlich eigentlich nicht erwähnenswert, weil das sollte eigentlich normal sein. Ich meine, sowas wie MW2, MW2 hatte super Hit Detection und MW3 eigentlich auch. Eigentlich war das nur immer eine Schwäche von den Treyarch-Teilen bis einschließlich Black Ops 2 und ja, Call of Duty 4 hatte da auch noch so seine Mängel, wenn die Verbindung scheiße war. Aber ich meine, das ging früher schon, also ist eigentlich kein Lob wert. Aber es ist wieder komisch und das ist so ein Problem, das habe ich nur bei Next-Gen-CODs, beziehungsweise bei Black Ops 2 ging es eigentlich auch schon los. Und zwar das Verhältnis, wie viel die Gegner schlucken und wie viel ich selber schlucke, ja. Und ich meine, das Problem ist ja, es ist ja nicht, dass die Verbindung irgendwie schlecht ist, dass die Schüsse nicht ankommen, sondern ich kriege wirklich Hitmarker. Ich kriege Hitmarker und dann gucke ich mir die Killcam von dem Typen an und er kassiert 1% Schaden oder so, als würden einfach meine Kugeln weniger Schaden machen. Und das ist ein Problem, das habe ich, keine Ahnung, in manchen CODs mehr, in manchen weniger gehabt. Für Next Gen, ich hatte es in Ghosts, ich hatte es in Advanced Warfare, in Black Ops 3 hatte ich es nicht so stark, in Modern Warfare Remastered auch nicht und in Infinite Warfare weiß ich es jetzt nicht, das habe ich zu wenig gespielt. Aber ich hatte es auf jeden Fall in Ghosts und Advanced Warfare. Und Advanced Warfare ist ja auch von Sledgehammer Games. Und es ist einfach irgendwie komisch, weil, ja, das nimmt mir einfach so den Spielspaß, weil die Time to Kill ist in dem Spiel an sich ja recht niedrig angesetzt. Also, so was man von allen gehört hat, was ich auch in Gameplays sehe. Ich meine, ich sterbe auch selber nach zwei, drei Kugeln gefühlt. Aber die Gegner halt irgendwie nicht. Ich meine, sowas wie ein Bloody Screen hab ich halt nach einer Kugel. Und ja, nach zwei Kugeln bin ich dann tot, so nach dem Motto. Und die Gegner halten eigentlich wirklich verhältnismäßig viel aus. Das sieht man jetzt in den Gameplays vielleicht teilweise nicht ganz so krass.
Logischerweise, weil sonst, wenn das wirklich wieder eine von diesen extremen Runden gewesen wäre, wo es mich so genervt hätte, wo die Gegner nicht umfallen, dann wäre halt auch nicht dieses Ergebnis dabei rumgekommen, ne? Aber ich meine, das ist ja immer so. Ich meine, Gameplays spiegeln ja nicht so wirklich die Realität wider. Da müsste man ja schon so ein ganzes Road to Commander irgendwie hochladen. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Ganze auch der Look, ne? Ich meine, das klar, damit kann ich eigentlich nicht gerechnet haben, aber ich finde nach wie vor, die neuen CODs, also grafisch sehen natürlich besser aus, ist klar. Aber so vom HUD und vom Design wirken die einfach viel billiger als die alten. Also wenn ich mir das hier angucke alleine das mit den Medaillen plus die Killfeed-Farbe, da sahen ja die gemoddeten Killfeeds in MW2 oder so besser aus in den Farben. Also der Killfeed und die Punkte auch, wie sie aufploppen. Also ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie die coolen gelben Punkte, die wir ja leider nur 4 Jahre hatten oder so, also von, ich bin gerade scheiße im Rechnen, Call of Duty 4 bis einschließlich MW3. Call of Duty 4, World at War, MW2, Black Ops, MW3, 5 Jahre, ja. 5 Jahre hatten wir die. Beziehungsweise, ich weiß schon gar nicht mehr, waren die in Call of Duty 2 auch schon? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das an sich eine geile Sache. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das geändert hat und ja, der Look jetzt so. Apropos jetzt, apropos War, absolut peinliche Action, die halt leider funktioniert. Stationäre LMGs craften, sich dahinter campen und die Gegner wegrotzen. Aber ich muss auch sagen, War ist an sich ein geiler Modus. Also, ich war am Anfang sehr, sehr, sehr skeptisch wegen der Todeszone und ich finde die Todeszone auch nach wie vor klar. Ohne Todeszone wäre der Modus irgendwie ein bisschen unfair, weil die Spawns halt einfach so billig gemacht sind. Aber es ist halt einfach nur so, ja, wir haben keine Idee, wie wir ein vernünftiges Spawnsystem machen, klatschen wir Spawnschutz und eine Todeszone drüber. Und ich meine, die Todeszone ist einfach extrem, also viel nerviger als im Battlefield. Im Battlefield hast du 10 Sekunden, kannst reinrennen, Gegner killen, rausrennen, dann wieder reinrennen, hast wieder 10 Sekunden rausrennen. Hier hast du erstens nur einen Timer von 5 Sekunden. Sobald du rausrennst, wird der Timer nicht resettet. Wenn du wieder reingehst, dann fängt er bei der Zeit an, wo du vorher warst. Und du bist auch noch auf der. Du bist Oracle mäßig markiert, also Gegner können dich durch Wände sehen und so, also ja, ist auf jeden Fall nicht so cool. Und die Map ist irgendwie komisch designt, also dieses Brücken-Objective ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gesehen habe, also außer Sturmgewehren und Sniper und Camper-Action geht da eigentlich gar nichts, Submachine Gun kannst du eigentlich knicken und es geht halt kaum voran, ne, und ja, also man braucht Leute, die Smoke spielen, sonst kann man die Brücke nicht bauen, also nicht wirklich gut durchdacht. An sich halt wirklich so ein geiler Modus, weil die Action sehr zentral ist. Ist halt wirklich vergleichbar mit Operations aus Battlefield 1. Das fand ich auch ziemlich cool, wobei ich da sagen muss, ich finde Operations cooler als War. Ich finde generell auch Battlefield 1 vom Feeling irgendwie cooler als World War 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nach wie vor kein Next-Gen-COD, was mich wirklich so befriedigt, ja. Also, keine Ahnung. Selbst Black Ops 2 fand ich irgendwie spaßiger als das jetzt. Auch wenn das Setting mich natürlich mega interessiert. Und ich meine, ich werde mir das Spiel alleine wegen dem Setting und wegen Singleplayer kaufen. Wobei ich da auch wieder sagen muss, settingtechnisch freue ich mich auf einen anderen Shooter mehr. Und zwar Wolfenstein The New Colossus. Weil ich da einfach weiß, die können richtig geile Nazi-Singleplayer-Kampagnen. Bei COD ist halt eine Weile her, ne? Letzte in 2008, Call of Duty World at War. Und da muss ich halt noch dazu sagen, World at War fand ich jetzt persönlich. Abgesehen vom russischen Teil mit hier Resnov und so, fand ich die und Dimitri fand ich die auch nicht so megamäßig, weil ich einfach, keine Ahnung, Japan, da hat mich halt nicht so wirklich interessiert. Bei der amerikanischen Kampagne, also fand ich von den Settings und so Call of Duty 1 zum Beispiel wesentlich ansprechender. Aber auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Zombie-Modus wird vielleicht auch mal anders. Keine Ahnung, da hat man ja noch nicht wirklich Gameplay gesehen, nur diesen komischen Cinematic-Trailer. Sonst, ich weiß nicht, ich habe ja noch im Gameplay, habe ich ja vorhin noch Domination genommen. Natürlich wieder so die Sachen, an die wir uns mittlerweile gewöhnt haben, wie Halbzeit in Domination, was meiner Meinung nach immer noch völliger Schwachsinn ist. TDM, also das muss ich kurz sagen, das war mit Abstand das Peinlichste, was ich je in COD erlebt habe. Also ich meine, das hat wirklich nicht, es ist nicht mal Auffassung, ob das peinlich ist, ne? So Sachen wie, keine Ahnung, rote
Skittles, Camus oder so, mag ja sein, dass es den einen oder anderen in Anführungszeichen Gestörten gibt, der das cool findet. Aber das, was ich jetzt sage, das ist halt wirklich objektiv peinlich. Und es ist einfach wirklich peinlich, einen Fehler zu machen, den man vor 3 Jahren schon mal gemacht hat, oder fast 3 Jahren, also Advanced Warfare Release, ist ja der gleiche Entwickler. Den gleichen Fehler, den man damals gemacht hat und patchen musste, nochmal zu machen und patchen zu müssen. Also das ist wirklich schon. Das ist selbst für Call of Duty-Verhältnisse peinlich, ja. Und ich meine, ich rede einfach davon, dass du einfach nur 50 Punkte pro Kill in Domination bekommen hast. Ja, ich meine, klar, bei Advanced Warfare war es noch extremer, wenn man die Drohne geupgradet hat. Ich meine, das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob es in der Vollversion geht, aber ich fand, dass man die Streaks upgraden konnte, war eine der coolen Features von Advanced Warfare. Und das haben sie jetzt irgendwie nicht übernommen und haben dann nur irgendwelche komischen Features übernommen. Auf jeden Fall 50 Punkte für einen Kill. In World War II 500 für eine Drohne, ja, 10 Kills ohne zu sterben. Läuft, würde ich mal sagen. Oder auch nicht, ja. In Advanced Warfare war es halt noch extremer. Da konnte man sich halt fragen, was habe ich eher, die DNA-Bombe oder die Drohne? Also, ja. Finde ich auf jeden Fall ziemlich peinlich, dass es auch also die erste Beta gedauert hat, bis sie das gepatcht haben. Also, ich meine, haben die das vorher nicht selber intern mal getestet, bevor sie das online gestellt haben? Man weiß es nicht. Ja, Team Deathmatch haben sie dann auch wieder von 75 auf 100 erhöht, wobei ich sagen muss, keine Ahnung, ich fand das so von der Vergleichbarkeit her eigentlich früher ganz gut, dass TDM in 6 gegen 6 nur 75 Punkte Limit hatte, weil so ist jetzt Ground War auch 100 und Ground War 100 Kills, da macht man weniger viele Kills als bei 6 gegen 600, weil man halt mehr Konkurrenz hat, ne, im eigenen Team. Aber, keine Ahnung, also ich meine, Ground War scheint ja eh keine große Rolle mehr zu spielen. Ich finde, das ist ja absolut peinlich. In Advanced Warfare war es eh übelst schnell tot und in Black Ops 3 ist es rausgepatcht worden. Also rauspatchen vom meiner Meinung nach besten Modus, den es je in COD gab. Ich meine, meiner Meinung nach sollte einfach alles in 9 gegen 9 sein. Ist einfach viel cooler. Ich meine, ich erwarte ja hier keine Ahnung, 32 gegen 32 wie im Battlefield, aber. Bisschen mehr als 6 gegen 6 schon. Ich meine, wir hatten in Call of Duty 3 sogar 9 gegen 9. Hat wahrscheinlich keiner von euch gespielt und ich habe es auch nicht selber gespielt, aber ich weiß es halt. Und, wie heißt's? Quatsch, nicht 9 gegen 9. 9 gegen 9 ist ja normal. 12 gegen 12 ging sogar in Call of Duty 3, glaube ich. Und, 9 gegen 9 Bodenangriff sollte es halt eigentlich überall geben. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das da ist. Auf jeden Fall war das dann immer mit Ground War so eine Sache mit den 100 Kills in Team Deathmatch. Und also in War finde ich an sich die Idee mit den Halbzeiten gut. Ich weiß auch, ja, teilweise ist die Zeit ein bisschen knapp bemessen. Ich hätte das dann eher mit so, ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit stackt nicht, ne? Also ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen. Also das mit Vorsicht zu genießen, die Aussage gerade. Aber ich meine, wenn man jetzt nur noch 30 Sekunden hatte beim Objective, dann hat man trotzdem die normale Standardzeit beim nächsten Objective. Und wenn man viel Zeit übrig hatte, dann verfällt die einfach. Und das, keine Ahnung, finde ich mit Tickets oder so in, ja, Battlefield ein bisschen besser gelöst, weil man dann quasi auch belohnt wird, wenn man beim einen Objective schnell war. Hier ist es dann wieder so das typische COD-mäßige, abwägen. So, das war so, also hier dieses eine Objective zum Beispiel mit der Bombe, das werdet ihr auch gleich in der Rückrunde sehen, wenn wir Attacker sind. Da habe ich den Gegner einmal entschärfen lassen, weil wir die Bombe richtig früh gelegt haben. Weil ich dann dachte, wir wollen ja hier keine Sekunden verschenken. Und dann war es letztendlich so, dass die Gegner also dass wir es gar nicht mehr geschafft haben, die hochgehen zu lassen und deswegen die Runde vorzeitig zu Ende war. Es ist dann immer so ein Abwägen, weil es ja in COD nach wie vor einfach nur darum geht, viele Kills zu machen. Ja, der Granatenspam ist so, ich meine, das habe ich auch gemacht. Das ist einfach logisch, weil sich das so zentral abspielt am Objective. Der ist halt extrem. Also, ich meine, da kommt im Multiplayer richtiges World at War Singleplayer-Kampagnen-Feeling auf. Der Unterschied ist nur, das ist halt auch eins der behinderten Features, die sie aus Advanced Warfare übernommen haben. Und zwar dieser Kick oder so, den man durch Granaten kriegt. Also, das ist, wenn man, ich glaube, das ist sogar bei Teammates. Wenn, also, ich glaube, Teammates. Splittergranaten von Gegnern, die können einen sogar stunnen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber, und, oh Leute, oh, ich meine, es war ja schon hart peinlich, der Mörser in Black Ops 1, ich hoffe, hier sind ja einige dabei, Gott sei Dank, weil ich ja eine Oldschool-Schiene hier fahre, sind ja einige dabei, die die alten CODs gespielt haben, Gott sei Dank. Auf jeden Fall,
Der Stealth-Bomber in MW2 und 3 und der Mörser in Black Ops 1, wenn die von Teammates in deine Nähe kamen, das war ja schon ultra ätzend, ja. Ich meine, ich kenne da jemanden, der hat, als er mal mit jemandem gespielt hat, sich einen Spaß gemacht und den Mörser immer extra über den gemacht. Einfach nur, um den zu ärgern. Aber das ist ja absolut gar nichts gegen die Artillerie von World War II. Also die Artillerie von World War II, da nimmst du ja an, denkst du, der Fernseher fällt dir gleich vom Tisch. Oder so. Also das ist ja völlig pervers, was wie das da am Shaken ist. Und die macht auch noch nicht mal wirklich nennenswert Kills. Also ist voll die Kack-Kill-Streak. Also das fällt mal wieder in die Streak-Kategorie. Blockieren sie den Luftraum und ärgern sie ihre Teammates oder so, so wie die Cobra. Aber keine Ahnung. Also ziemlich unnötig zu den Streaks kann ich noch sagen. Molotow-Cocktail als Streak finde ich jetzt eh ein bisschen unnötig. Ich glaube, ich bin auch nur, aber nur ein einziger gesehen, der je einen Molotow-Cocktail gespielt hat. Das ist halt noch bei einer Dreier-Serie, das ist halt noch niedriger als eine Drohne. Vorräte finde ich wieder cool, dass es halt mal wieder oldschool ist mit Marker. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie was mit seinem Arm setzen würde im Zweiten Weltkrieg, wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber das war jetzt wieder so oldschool bis einschließlich. Nee, nicht Black Ops 2. Black Ops 2 war das schon anders, oder? Ja, bis einschließlich MW3 auf jeden Fall. Dann die Dingens, diese komische Gleitbombe, die finde ich persönlich wieder nice. Die erinnert an die Predator, die lenkt sich zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, anfangs ein bisschen anders, aber die geht eigentlich ähnlich ab. Und gut, es ist halt 6v6, da machst du halt auch sonst in alten CODs mit der Predator nicht so extrem viel. Also, keine Ahnung, ich glaube, das Krasseste, was ich mal hatte, war ein Triple Kill oder so. Weil es gibt ja in War auch keine Killstreaks, was ich eigentlich an sich auch vernünftig finde. Dementsprechend halt nicht so die krassen Multis oder so mit der Gleitbombe. Und ich muss sagen, die meisten Streaks habe ich weil dadurch, dass ich die Beta ja nicht so intensiv gespielt habe und man ja auch viele erst nach. Le also, ich war noch nicht mal Endrang. Also, was war ich für ein Level? Ich glaube 26, 27 oder 28. Also ich glaube die War-Runde, die hier im Gameplay gezeigt wurde, war die letzte Runde, die ich in der Beta gespielt habe. Also war halt quasi so das Beste kommt zum Schluss. Ich glaube 27 oder 28 war ich da und ja, da hatte ich ja glaube ich noch gar nicht alle Streaks frei. Also die Fallschirmjäger waren bei mir ganz okay. Ich meine, die haben ja generell ist ja der Trend so Streaks eher Scheiße machen. Ich meine, wir hatten seit Ghost keine guten Streaks mehr. Also Ghost war das erste mit Kackstreaks, also Black Ops 2 war halt nochmal, war halt dafür vorher das Extremste. Aber ich meine, die Fallschirmjäger, was die höchste Streak war, glaube ich, in der Beta. Ich weiß auch nicht, ob es die höchste Streak ist im finalen Game, weiß man ja nicht. Die haben 6 Kills gemacht mit einem Einsatz und die waren ja quasi so das Äquivalent zu den Hunden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Artillerie war ziemlich scheiße, also ich glaube, da war die World at War Artillerie besser. Und sonst, ja gut, dieser komische Jagdpilot, den hatte ich einmal und da waren alle in Häusern, also kann ich nicht beurteilen, wie geil der ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der, je nachdem, wie offen also die Map ist und wie viele Leute da gerade rumlaufen, kann die besser sein, kann der besser sein als die Gleitbombe, könnte ich mir vorstellen. Ja, und sonst weiß ich es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Was ich, jetzt kommen wir mal zu dem Kern, und zwar den Divisions. Und den Klasseneditor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wieder enttäuschend. Ich meine, es ist simpler geworden. Na, es ist zumindest weniger überladen geworden als mit Pick 10 und Pick 13. Aber was ist daran zu viel verlangt, uns den alten Klasseneditor zurückzugeben? Ja, da hat man einfach alles drin. Da gab es nicht irgendwie groß Rumgewusele. Da gab es drei Perks. Pro-Version wohlgemerkt. Ich verstehe nicht, warum man Pro-Version. Ich hab's bis heute nicht kapiert, warum Black Ops 2 die Pro-Perks abgeschafft hat. Also Pro-Perks, drei Streaks, Waffen mit, keine Ahnung, zwei Aufsätzen, Lethals, also Granaten, Taktikgranaten. Und das war's. Ja, Primärwaffe, Sekundärwaffe, klar, ne? Jetzt ist es ja so, es ist ja schon wesentlich weniger. Man kann nur ein Perk mitnehmen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es eine Division gibt, die das als Feature hat, dass man mehrere Perks mitnehmen kann. Aber es gibt nur ein Perk. Also was halt. Es gibt halt generell auch weniger Perks. Also ich weiß nicht, wie viele Perks gab es in der Beta 10 oder so.
Ich habe da meistens Meisterschütze genommen. Ich weiß nicht mal, ob das Meisterschütze heißt, aber es war das MW3'sche Meisterschütze und es war auch ziemlich stark. Also, die hat die Gegner auf richtig krasse Distanz durch alles durchgesehen, so durch Rauch und so. Und konnte deswegen, vor allem in War, wenn man hier so gecampt hat, wie ich jetzt hier an der Stelle, weil das Brückenobjective so scheiße ist, war das halt schon ziemlich geil. Da, und dann gibt's, also, da, keine Ahnung, was gab's noch für Perks? Ich glaube, es gab noch sowas wie, ja, Fingerfertigkeit. Ja, es gab manche Perks, die war, also es gab irgendwie manche Perks, die haben sich überschnitten mit Divisionsfertigkeiten, so Sachen wie schneller Waffe aufheben oder so. Bei den Divisionen muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich meistens die ersten beiden gespielt, also Luftlande und Infanterie. Das waren so die, die mich am ehesten angesprochen haben von den Belohnungen. Und zwar levelt man die Klassen bis Stufe 5, in der Beta ging es nur bis Stufe 4. Und hat dann verschiedene dauerhafte Perks, sag ich jetzt mal. Und ich habe dann zum Beispiel bei der Submachine Gun Klasse habe ich Luftlande gespielt, weil die hatte MP Schalldämpfer als Feature. An sich, Schalldämpfer ist auch wieder Kacke in dem Game, also macht die Waffen ziemlich schwach. Aber ich find's geil, dass man den Schalldämpfer manuell drauf und runter schrauben kann. Finde ich an sich eine geile Idee, weil wenn man dann wirklich mal hinter feindlichen Linien ist und da abgehen will, dann kann man auch die, wie heißt's? Dann kann man den Schalldämpfer drauf machen und sonst halt im direkten 1 gegen 1 wieder abmachen. Dann, was gab's noch? Ich glaube, länger sprinten, also Marathon, aber allerdings kein cooles Marathon, wie wir es aus MW2 kennen oder Black Ops, sondern einfach nur länger sprinten, leider. Ich meine, unendliches Sprinten, haben sie ja gesagt, gibt's nicht wieder. Ich meine, das gab's in den Zukunfts-CODs. Also, dass es standardmäßig nicht drin ist, finde ich an sich gut, aber ich finde, man hätte es beim Perk dauerhaft, also unbegrenzt machen sollen. Dann, was war das andere? Schneller klettern, also MW3-Schiss Marathon Pro, beziehungsweise Extrembedingungen Pro Marathon hieß das ja gar nicht in MW3. Und als vierte Stufe, glaube ich, Leichtgewicht, also schneller sprinten. Und damit kann man dann eigentlich schon ziemlich abgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Infanterie habe ich halt. Die habe ich eigentlich mehr oder weniger nur aus einem Grund genommen, und zwar wegen Stalker. Also man hat bei Stufe 1, glaube ich, so ein Bajonett hat man dann dran. Also dann kann man halt, ich glaube, Nahkampf One-Hit machen von vorne, sonst ist es eigentlich Two-Hit, aber das buggt auch manchmal rum. Also kassiert man manchmal auch einen One-Hit. Und was kann man noch? Ja, so einen Bajonett-Charge machen, der so ähnlich ist wie in Battlefield 1, nur dass der in Battlefield 1 wesentlich cooler aussah. Also der sieht zwar ähnlich aus, aber der wirkt halt wie schlecht kopiert und in billig. Stufe 2 war, glaube ich, ein Extra-Magazin oder so. Also so ein ganz schlechtes Bandolier, Schultergürtel, Plünderer Pro, wie auch immer. Stufe 3 war, glaube ich. Keine Ahnung, was Stufe 3. Achso, ja, ich weiß nicht, ob es Stufe 2 und 3, ob ich die gerade vertausche. Auf jeden Fall gab es eine Stufe, da konnte man dann drei Aufsätze statt zwei, die man standardmäßig mitnehmen kann, mitnehmen. Und Stufe 4 war dann Stalker. Und das war auch wieder ganz nice. In dem. Beziehungsweise, Quatsch. Ich habe gehört, dass es ziemlich nice sein soll. Ich glaube, Stalker habe ich nie erreicht. Ich glaube, Stufe 3 war ich am Ende der Beta mit der Infanterieklasse. Weil ich am Anfang eigentlich überall nur Luftlande gespielt habe. Ja, und zu den Aufsätzen muss ich sagen, ich bin ja nach wie vor kein Fan davon, Perks als Aufsätze zu machen. Also es gibt wieder schnell ziehen, es gibt wieder ruhige Hand als Aufsatz, es gibt, ich weiß gar nicht, was gab's noch? Ja gut, Schnellfeuer war immer ein, oder fast immer ein Aufsatz. Aber es gibt jetzt auch Schnellfeuer einfach auf Sturmgewehren. Also ich meine, ich kenne ja, Schnellfeuer kannte man ja sonst eigentlich nur früher von MPs und ich glaube LMGs noch. Aber ich meine, in Dingens in Black Ops 3 hatten wir das jetzt sogar bei Shotguns und bei Snipern. Also deswegen ist das jetzt mit den Sturmgewehren. Ich finde, ein Sturmgewehr mit Rapid Fire macht noch mehr Sinn als ein Sniper. Apropos Sniper. Ich habe nicht wirklich viel gesniped in dem Game. Also ich glaube, ich habe die Commonwealth ein paar Mal aufgehoben und die M1903, glaube ich, die M1903 fand ich nicht so geil. Commonwealth eigentlich schon ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es scheint auch ganz gut zu funktionieren, weil es gibt Leute, die, also hat man in Lobbys gesehen, gibt recht viele Sniper und die gehen damit auch ordentlich ab. Und ja, mal sehen, ob da die ganze Sniper-Szene dann auch wieder zufriedengestellt werden kann, damit sie ihre Montagen machen können. Ja, also wie gesagt, ich bin skeptisch
wenn das Game rauskommt, weil es halt einfach, weil die Community komisch ist und dementsprechend, und weil die Leute unverhältnismäßig umfallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt nicht an mir, es kann nicht an mir liegen, einfach weil ich habe das in keinem anderen Shooter. Es ist nur in den Call of Duty Teilen, in den neuen, also nur in den neuen Call of Duty Teilen. Das Problem hatte ich in den alten Call of Duties nicht und das Problem habe ich bei anderen Next-Gen-Shootern wie Battlefield 1, Star Wars Battlefront, Battlefield Hardline, also jedes Battlefield auf Next-Gen und auch, was weiß ich hier, Titanfall, habe ich das nicht. Ja, und da kann ich dann schon eher abgehen, sag ich jetzt mal, als in den neuen CODs. Deswegen, weil ich erreiche einfach keine Streaks, weil die Streaks erreicht man mittlerweile später, aber das wäre, also keine Ahnung, wenn die ganzen Streaks in MW2 angehoben hätten, wäre jetzt auch nicht so das Problem gewesen. Aber in den CODs erreiche ich dadurch, weil ich dann irgendwann nach vier Gegnern, wo ich mich dann so durchgelackt habe, weil sind wieder diese Augen zu und durch Gunfights, weil ich teilweise nicht weiß, jo, sterbe ich nach zwei Kugeln oder nicht. Ja, es ist halt wirklich, raubt das so ein bisschen den Spielspaß. Und ich meine, ich habe jetzt hier in dem Gameplay auch locker 1 Million Tode kassiert, aber es waren halt wenigstens irgendwie 114 Kills, also war ganz nett so. Hat man dann zwischendrin war es halt sehr actionreich. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Beta schreiben, sag ich schon, in die Kommentare schreiben zur Beta. Ich werde mir vielleicht wahrscheinlich die Uncut-Version vorbestellen von dem Game wegen Hakenkreuzen. In der Story will ich halt schon vom Feeling her irgendwie haben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Bis dann, haut rein.